Ja, ich packe das Video natürlich unter die Playlist Lineare Funktionen. Und ihr solltet vorher sicher sein, eben in dem kompletten Aufbau. Ich wiederhole es aber nochmal kurz. Im Detail soll es hier gleich darum gehen, wenn ihr die Steigung m gegeben habt als Bruch und wie ihr dann wandert, nach rechts und nach oben, nach rechts und nach unten, wie man das ein bisschen abwandeln kann, nicht, dass ihr da irgendwie durcheinander kommt. Also nochmal die Schreibweisen kurz. Entweder y gleich m mal x plus b, Steigung und y-Achsenabschnitt, x-Wert, den ich einsetze, y-Wert kommt raus. Hier direkt ein Beispiel, y gleich 2 Drittel mal x minus 1, y-Achsenabschnitt, Steigung, mache ich auch gleich deutlich im Koordinatensystem mit x-Achse und y-Achse. Wenn ich mir irgendeinen Punkt schnappe, 1, 2, 3, 4 nach rechts, 1, 2 nach oben, dann lautet dieser Punkt P 4 und 2, zuerst der x-Wert, dann der y-Wert. Andere Schreibweisen, y gleich m mal x plus n, ist genau gleich, y-Achsenabschnitt und die Steigung. Vorne kann ich auch f von x, Funktionswert von x hinschreiben, gleich m mal x plus n. Oder f Doppelpunkt x geht über in m mal x plus n. Nicht verwirren lassen, jetzt zum Wesentlichen. Y-Achsenabschnitt war ja der Abschnitt auf der y-Achse, wo meine Gerade durchläuft, bei minus 1, also hier ein Kreuzchen. Und jetzt kommen wir hier zu der Steigung 2 Drittel. Und da hatte ich ja in einem Video hingeschrieben, unten ist das Wandern nach links oder rechts. Und oben ist das Wandern, ich habe da vertikal hingeschrieben, also hoch oder runter. Wir haben hier einen positiven Wert, es ist also keine negative Steigung. Ich kann pauschal sagen, den unteren Wert gehe ich nach rechts, 1, 2, 3. Und hier, da wir ja einen positiven Wert haben, 1, 2 nach oben. Und dann erkennt man vielleicht hier das Steigungsdreieck. Und dann könnte ich jetzt die beiden Punkte verbinden und habe dann entsprechend meine Gerade eingezeichnet. Ich kann genauso gut, wer jetzt ein bisschen spielen will, ich bin ja jetzt unteren Wert nach rechts, oberen Wert nach oben gegangen. Das kann ich auch in Anführungsstrichen umdrehen und kann sagen, ich gehe 1, 2, 3 nach links den unteren Wert, dann aber auch den oberen Wert 1, 2 nach unten. Kommt auf genau das Gleiche hinaus. Ist ein bisschen gefährlich, weil pauschal sollte man sich am Anfang merken, unteren Wert immer nach rechts und den oberen Wert nach oben, wenn plus und nach unten bei minus. Wenn ich zum Beispiel jetzt nehme 2 Drittel minus davor, x plus, ich nehme mal 4. Y-Achsenabschnitt ist bei 1, 2, 3, 4. Und jetzt starte ich hier, gehe den unteren Wert wieder 1, 2, 3 nach rechts. Und da wir ein Minus haben, gehe ich den oberen Wert 1, 2 nach unten. Da muss man nämlich jetzt aufpassen. Jetzt entsprechend, ich kann auch den unteren Wert nach links gehen. 1, 2, 3. Dann muss ich aber den oberen Wert 1, 2 nach oben gehen und kommen auf das Gleiche hinaus. Also das könnt ihr euch ja nochmal in Ruhe anschauen. Im Prinzip geht es darum, wenn ihr hier einen Bruch habt, pauschal unteren Wert immer nach rechts und den oberen Wert bei plus nach oben und bei minus nach unten. Keine Panik, wenn da jetzt y gleich 3x minus 4 steht. 1, 2, 3, 4, y-Achsenabschnitt. Und viele sagen jetzt, oh, jetzt steht aber kein Bruch da. 3 ist ja nichts anderes als 3 Eintel. 3 durch 1 ist 3. Ihr könnt also jede ganze Zahl umschreiben immer als Eintel und dann könnt ihr unten sagen, 1 nach rechts, 1, 2, 3, 1, 2, 3 nach oben und fertig ist die Geschichte.